Ganz einfach, weil ich mit den Jungs bisher in meinen vorangegangenen Zocks immer Probleme gehabt habe. Ich suche mir mal eine schicke Waffe aus. Wäre nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Dann besuchen wir sie mal. Ich fürchte, ich muss sie durchsuchen, bevor ich sie reinlasse. Die einzigen im Gebäude erlaubten Waffen sind die, die wir verkaufen. Okay, dann suchen Sie Dauert mal. nur einen Moment. So, ich habe Ihre Waffen verstaut. Sie können rein. Sobald Sie gehen, erhalten Sie alles wieder zurück. Na super. Die Bosse haben ein Treffen. Sie müssen warten, bis es vorbei ist. Okay. Mr. Soren, bitte kommen Sie auf den Punkt. Die zweite Hälfte Ihrer Zahlung ist überfällig und ich wüsste gern, Gibt's warum. Gibt's irgendein Problem? Miss Van Graaff, meine Geschäftspartner und ich möchten gern die Bedingungen der Vereinbarung neu verhandeln. Dürfte ich fragen, aus welchem Grund? Die Lieferung ist erfolgt. Die Waffen wurden überprüft, bevor Sie dieses Etablissement verließen. Trotzdem glauben wir, dass die Qualität der Waffen hinter unseren Erwartungen zurückbleibt. Daher hoffen wir, dass die Preise angepasst werden. Ah, ich glaube, ich verstehe, worum es hier geht. Würden Sie mich einen Augenblick entschuldigen, bitte? Los. Das Vertrauen der Van Graaffs enttäuscht man nicht, Mr. So. Ich erwarte den Rest der Zahlung morgen früh. Okay, die Show ist vorbei. Zurück an die Arbeit. Ja, die sind ja nett. Willkommen zurück im Silver Rush, wo man nur die hochwertigsten Energiewaffen findet. Was kann ich für Sie tun? Ich würde mir gerne mal Ihr Angebot ansehen. Sehr gern. Puh, Akkugewehr. Gatling Laser Focus Optik. Hui. Lasergewehr Visier. Auch nicht schlecht. Willkommen zurück im Silver Rush, wo man nur die hochwertigsten Energiewaffen findet. Was kann ich für Sie tun? Könnte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Nur zu. Was halten Sie von den Waffenschiebern? Sie sind unsere größten Konkurrenten in dieser Region und in vielen anderen auch. Das macht sie zu unseren Feinden. Ich respektiere ihren Geschäftssinn, muss aber dennoch versuchen, sie auf jede erdenkliche Weise zu vernichten. Geschäft ist schließlich Geschäft. Das hier ist also ein Familienunternehmen? Ja, richtig. Mein Bruder und ich leiten diese Niederlassung, aber unsere Familie macht überall Geschäfte, vor allem in Kalifornien. Ich frage mich, ob Sie Arbeit für mich haben. Es ist zufällig gerade ein Posten frei geworden. Wir bräuchten eine weitere Wache am Eingang draußen. Wäre das was für Sie? Ja, komm. Wunderbar. Ich habe schon einen Mann draußen, der Sie einweisen und Ihnen alles erklären wird. Sein Name ist Simon. Er arbeitet schon seit Jahren für die Familie, also hören Sie auf das, was er sagt, und folgen Sie seinen Anweisungen. Ach so, gleich und gleich. Er hatte noch zwei Korchen. Korken. Gleich und gleich. Hinausgehen und mit Simon sprechen. Simon. Willkommen im Sil. Oh Mist. Sie sind doch nicht etwa die neue Wache. Woher wussten Sie das? Neulinge erkennt man immer. Sie sehen zu eifrig aus. Aber nach ein paar Stunden im Job ist der Glanz weg. Sie werden die andere Seite der Tür dort decken. Gehen Sie in Position, während ich Ihr Zeug hole. Gut. Sehen Sie sich um und machen Sie sich damit vertraut, wo Kunden und Risiken rein und raus können, während ich Ihre Ausrüstung hole. Gut. Dann kümmern wir uns mal um Ihre Ausrüstung. Zunächst mal die Rüstung. Der Standard ist eine gewöhnliche Kampfrüstung mit netter dunkler Beschichtung, die als Markenzeichen und zur Einschüchterung dient.
Dann zur Waffe. Wachen müssen Gewehre verwenden. Leichtere Waffen verringern die Kampfeffektivität. Alle schwereren Waffen verschrecken die Kundschaft nur. Was hätten Sie gern? Laser oder Plasma? Wie unterscheiden sich Energiewaffen? Laserwaffen haben eine hohe Feuerrate, aber wenig Stoppwirkung. Plasmawaffen wiederum sind lahm wie ein Muli, treten aber genauso zu. Also, was darf es sein? Plasma. Plasma ist schon in Ordnung, aber treffen Sie auch das, worauf Sie zielen. Nach der Ausrüstung jetzt noch etwas zur bevorstehenden Aufgabe. Kurz gesagt, wir sind hier, um den Abschaum fernzuhalten. Betrunkene, Nieten und Parasiten ohne Kronkorken sind fernzuhalten. Potenziellen Kunden ist normaler Einlass zu gewähren. Aha. Aber erst nachdem wir sie nach Waffen abgetastet haben. Ein unbewaffneter Mann wird angesichts bewaffneter Wachen eher keinen Diebstahl versuchen. Fangen Sie keine Kämpfe an. Egal, ob ein Jet-Junkie gerade Ihre Mutter beleidigt hat. Wir sind hier, um andernorts Gewalt zu fördern, nicht hier. Und verlassen Sie Ihren Posten nicht. Wir werden bezahlt, an dieser Tür zu stehen, nicht dafür, ins Casino zu gehen oder Straßengespräche zu führen. Und auch keine dummen Gedanken bezüglich der Ausrüstung. Manchmal glaubt so ein Neuling, er könne mit Van Graff Eigentum abhauen. Glauben Sie mir, so nett das Gewehr und die Rüstung auch sind, Ihr Leben sind sie nicht wert. Ansonsten immer locker bleiben. Wer weiß, vielleicht ziehen Sie ja einen der dicken Fische vom Wrangler an Land und brauchen diesen Job nie mehr. Einen dicken Fisch vom Wrangler. Immer mit der Ruhe. Es dauert noch ein paar Stunden, bis die Schicht vorbei ist. Was? Hier kommt ein Gewinner. Ich überlasse Ihnen die Sache. Ah, ein Gewinner. Ich kann mich nicht bewegen. Auch nicht schlecht. Hallo da, kann ich hier eine Laserwaffe kaufen? Entschuldigen Sie, Sir, aber ich kann Sie nicht reinlassen. Firmenpolitik. Klingt für mich nach einer dämlichen Regel. Gut, immer auf die Regeln achten. Mhm. Wieder einer, Sie sind dran. What? Wo? Oh, ein Herr im feinen Zwirn. Da würde ich doch jetzt lieber im Atomic Wrangler abhängen und noch ein paar Kronkorken verzocken. Hallo. Ich war gerade in der Gegend und wollte mir mal die Waffen anschauen. Kann ich reingehen? Wir werden sie erst durchsuchen müssen. Ist mir recht. Er ist sauber. Na also. Ist doch nicht so schwer, oder? Augen auf. Da kommt wohl ein neuer Kunde. Ja. Er ist durch die Tür diffundiert. Audi. Ich hab doch glatt die Bank im Wrangler gesprengt und möchte gleich was in die feinen Waren hier investieren, um meine Börse zu erleichtern. Mhm. Sicher, Sir. Wir müssen sie nur kurz nach Waffen abtasten. Warten Sie mal, ich bin unbewaffnet. Reicht mein Wort denn nicht aus? Das reicht dafür, aber dafür reicht meine Sprache nicht aus. Zwei. Jetzt müsste ich ein Heftchen nehmen. Nein. Wenn das so ist, dann werde ich wohl mein Geld woanders auf den Kopf hauen. Hey, Sie sind ja ein echter Menschenfreund, was? Offenbar ist der Kerl hier lang. Jetzt bloß keine Fehler. Was? Wie, was? Da kommt noch eine.
So ein langweiliger Job hier. Hey, ich will meinen alten Revolver mal ersetzen. Kann ich eben rein? Tut mir leid, aber wir müssen sie erst durchsuchen. Ist das wirklich nötig? Ich habe doch schon gesagt, dass ich hier einen Revolver habe, oder? Nun, da Sie Ihre Waffe angegeben haben, dürfen Sie durch? Nein, es ist Firmenpolitik. Dürfen wir Sie nun untersuchen oder nicht? Warum haben Sie etwas zu verbergen? Es ist Firmenpolitik. Verdammt, wusste ich's doch, dass das nicht klappt. Aufhalten! Worum zum Teufel ging es denn hier? Ich brauche Hilfe beim Aufräumen. Eine Leiche im Laden ist schlecht fürs Geschäft. Was? Wo hat er die Leiche hingepackt? Mist. Das brauche ich heute nicht. Augen auf, Neuling. Es wird gleich interessant. Mhm. Ist das einer der Kahne? Hey Simon, was geht? Felsche. Scheinst dir heute etwas Unterstützung zu haben. Was soll ich sagen? Das Geschäft lief in letzter Zeit gut. Wir können uns die Hilfe leisten. Freut mich zu hören, Kumpel. Ist die Obermieze da? Aber sicher doch. Wen es interessiert, der kann ja reingehen und Hallo sagen. Na, ich muss noch ein paar Runden drehen. Aber sag ihr, dass ich immer an sie denke. Eigentlich habe ich eine bessere Idee. Soll doch die Neuanwerbung es ihr sagen. Sie würden das doch für mich tun, oder? Ich werde es mit Sicherheit weitergeben. Das ist ein gutes Hundi. Tja, ich muss mal los. Bis später, Simon. Kopf hoch, Neuling. Es gibt doch noch Hoffnung. Ladenschluss. Schauen wir wegen der Bezahlung beim Boss vorbei. Oh, ich brauche das Gewehr und die Rüstung wieder. Befehl vom Boss. Ja, gut. Sich bei Gloria melden. Gloria. Simon hat mich auf dem Laufenden gehalten. Gehen wir schnell nochmal alles durch. Sie hatten leichte Schwierigkeiten mit den Instruktionen, haben sich aber insgesamt ganz wacker geschlagen. Hier ist ihr Lohn. Leider habe ich jemand anderen mit mehr Erfahrung gefunden und er übernimmt den Posten ab morgen. Was? Es hat sich aber etwas anderes ergeben, wofür ich sie noch brauchen könnte, vorausgesetzt, sie wollen immer noch etwas verdienen. Sprechen Sie weiter. Es gibt da ein Geschäft, das wir schon eine ganze Weile vorbereiten und der Käufer hätte gern Probeexemplare unserer Waffen. Ich möchte, dass Sie ein Paket an einen verschwiegenen Ort bringen, den der Kunde ausgewählt hat. Wäre das was? Ich bin Kurier. Ich mach's. Gut. Hier ist das Paket. Ich markiere Ihnen den Ort auf der Karte. Der Kunde sagte, er sei eine ganze Zeit in der Stadt. Es besteht also keine Eile. Trotzdem, versuchen Sie nicht zu trödeln. Dieser Kunde könnte uns viel Geld einbringen und damit natürlich auch Ihnen. Guten Abend. Das Paket an der ausgewiesenen Stelle einem Mann übergeben. Machen wir das doch. Na, lass mich durch, Eddie. Kingman. Gucken wir nochmal in den Mülleimer. Zweimal Vorkriegsgeld. Muss auch noch die Schulden eintreiben. Und am Sie besten... Sie wollen jemanden tot sehen? Nein. Wirklich tot? Schauen Sie im Silver Rush vorbei und wir geben Ihnen, was Sie schon brauchen. Mal was von Intimsphäre gehört, Mädchen? What? Ey, saug Veronica nicht an. Jetzt muss ich erstmal auf der Karte gucken, wo ich jetzt hier überhaupt hin muss. Lokale Karte. Ganz bis ans Ende und dann irgendwo auf der rechten Seite. Diep, 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 diep.
Ich will hoffen, dass ich dadurch keinen Karma-Verlust habe. Hallo. Auf Wiedersehen. Ja. Oh, hier vielleicht? Lady Jane? Hallo, schön, Sie zu treffen. Ich wurde von den Garretts beauftragt, Sie zu finden. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Ich habe keine Zeit, mit gewöhnlichem Volk wie Ihnen zu sprechen. Oh, auf Wiedersehen. Tschüss. Hallo, schön, Sie zu treffen. Ja, ich wurde von den Garretts beauftragt, Sie zu finden. In diesem Fall sind Sie wohl zum Eintreiben da. Ach so. Es tut mir leid, aber ich habe nicht genug Kronkorken dabei, um die Schulden zu bezahlen. Wenn jemand meine Karawane aus der Höhle bergen würde, könnte ich locker bezahlen. Aber wer will sich schon damit abgeben? Falschen, 40. Schwer zu glauben, dass Sie von der Karawane geflohen sind, ohne etwas mitzunehmen. Sprache 40, vielleicht könnten Sie etwas Wertvolles anzahlen. Könnt ihr die Kronkorken von Ihrer Karawane zurückholen? Ich komme später wieder, laufen Sie nicht weg. Ich könnte die Kronkorken von Ihrer Karawane zurückholen. Aber was ist mit den UGN? Mit den was? Nagetiere von ungewöhnlicher Größe? Ich glaube nicht, dass es die gibt. Oh, sie existieren ganz bestimmt. Sie sind sehr real und sehr groß. Bitte passen Sie auf. Ich kehre nach Kalifornien zurück und fange neu an. Wenn noch etwas von der Karawane übrig ist, dann behalten Sie es als Dank für Ihre Freundlichkeit. Heutzutage findet man nur noch selten freundliche Leute im Ödland. Hier ist die letzte Position der Karawane. Viel Glück. Kartmarkierung hinzugefügt. Da muss ich doch mal gucken. Ja. Die würde ich... Ort anzeigen. Brockblumenhöhle. Überfalllager der Legion. Snyder Prospektorenlager. Ich denke, ich komme besser von hier hin. Überfalllager der Legion. Geheuer ist mir das natürlich nicht. Porten wir uns einfach mal dahin. Und dann... Ist ja das Gute, wir hatten ja im Grunde keinen Stress mit den Jungs hier. Ich sollte vielleicht mal eine andere Waffe wählen. Leer. Präzisionsgewehr. Jagdrevolver. Es ist alles leer, ey. Ja, schon bald da sein, oder? Irgendwo hier. Langhörner. Ah, hier sind überall die Brockblumen.
müssen wir hier nur noch den Eingang finden. Na, wer bist du denn? Oh, sehr schön. Kann ich mein Metallhelmchen mal reparieren. Damit. Die hatte ich gar nicht an. Komisch. Na gut, ab geht's in die Brockblumenhöhle. So viel zu Fallout für heute und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Auf der linken Seite oben findet ihr die komplette Playlist mit allen Videos. Links unten gelangt ihr zu den Videos von meinem Minecraft-Server. Klickt auf den Gasmaskenmann, um meinen Kanal zu abonnieren und nutzt die Tools unter dem Video, um es zu teilen, kommentieren oder favorisieren. Macht's gut!